sind auch wir. Suppi Huhn und die Kinderkönige. Helden der Kindheit für alle Generationen. Mit ihrem Album Bunt wie ein Regenbogen. Immer mittendrin. Ich bin so froh, dass ich ein Teil vom Regenbogen bin. Schwerpunkte dieses Albums sind ein friedliches Zusammenleben, Integration und Inklusion. Stell dir mal vor, du bist neu hier, du kommst aus einem fremden Land. Das Lied Wir öffnen unser Herz wird weltweit an vielen deutschsprachigen Schulen gesungen. Wir öffnen unser Herz und sehen eine andere Welt. Mehr als 20.000 Grundschulkinder hat Suppi Huhn mit seinem mobilen Tonstudio in ihren Schulen aufgenommen. Komm doch mal rüber von drüben, wir haben keine Angst. Wir öffnen unser Herz und sehen eine andere Welt. Während der Übungen und Aufnahmen in den Schulen lernten die Kinder in deutscher Sprache zu singen. Bei den Aufnahmen empfahl Suppi den Kindern, achtsam mit sich selbst und mit anderen umzugehen. Die Basis für ein friedliches Zusammenleben. Ist ein kleines Kind in mir, das nehme ich in den Arm. Dann lächelt es mich wieder an, mein Herz wird jetzt ganz warm. Ja, Frieden beginnt in mir, ist doch klar. Auch Frieden zwischen mir und dir. Für einen friedlichen Umgang miteinander ist es auch wichtig, gemeinsame Sprachen zu sprechen und zu verstehen. Das Lied Viele tausend Sprachen hat Suppi nach den Wünschen der Kinder getextet. Viele tausend Sprachen haben wir auf dieser Welt. Wir wollen uns verstehen, das ist was hier zählt. Ein Lächeln in den Augen, das ist in allen Sprachen gleich. Es sagt Hallo. Damit ein Zusammenleben gut funktioniert, gilt es, nicht nur die gleiche Sprache zu sprechen, sondern auch die Wahrheit zu sagen. Dieses Gummibärchen hier, das wächst auf einem Baum. Nein, gar nicht. Wenn das nicht die Wahrheit ist, dann war das wohl ein Traum. Ja, das ist klar. Sag die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Und hör auf zu lügen. Das Lied für die nächste Reise ist auch dabei. Ich mache eine Pause, habe ein paar Tage frei. Auf geht's in den Urlaub, wir fahren einmal um die Welt. Auf der CD sind insgesamt 69 Minuten und 13 Sekunden Musik. Suppi Huhn, Markus Wienströer und die anderen Kinderkönige haben fast 10 Jahre an dieser CD gearbeitet. Fragen wir nach. Suppi? Ja? Ja. Moment, ich mach aus. Prima. Sag, warum hat das so lange gedauert, diese CD zu produzieren? Ja, also es ist so, wir haben nicht 10 Jahre am Stück an dieser CD produziert, sondern auch andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel die CD auf Klassenfahrt und die CD Wir öffnen unser Herz. Aber das Lied Mama, es ist Muttertag, das haben wir vor 10 Jahren begonnen. Es war eine klitzekleine Zeile, die mir nicht gefiel und
die haben wir geändert und jetzt ist es ein schönes Lied und das ist mit auf der CD. Jedes Stück ist wie ein Puzzle mit 20.000 Teilen und das dauert ein paar Tage, bis das man die Teile alle sortiert hat. Es dauert ein paar Wochen und da ja jetzt auch 20.000 Kinder mitgesungen haben, war das Puzzle noch viel größer als normal. Über 40 Grundschulen besuchen, Mobilstudio aufbauen, das klingt nach sehr viel Aufwand. Warum singen so viele Kinder mit? Also es haben tatsächlich 20.000 Kinder mitgesungen auf dieser CD, allerdings nicht alle in diesem Jahr, sondern im Laufe der letzten 10 Jahre war ich in 50 Grundschulen, in manchen mehrfach, und habe dort die Kinder aufgenommen. Und für mich ist es immer ein besonderes Erlebnis zu sehen, wie die Kinder zusammen singen und welche Energie entsteht, wenn viele Kinder gemeinsam singen. 20.000 Kinder. Sind bei den Konzerten auch so viele Kinder auf der Bühne? Ich fände das klasse, wenn wir mal 20.000 Kinder auf der Bühne hätten. Aber vielleicht passiert das ja, dass wir mit 20.000 Kindern in einer großen Halle singen. Wir hatten schon mal ein Konzert mit 1600 Kindern. Normalerweise stehen aber zwischen 4 und 8 Kindern auf der Bühne oder manchmal eine Schule. Das sind dann so 100, 200 oder 300 Kinder. Weil ich weiß vorher nie genau, was passiert, wie das ist. Da waren wir ja einmal bei einem Konzert, sind Sachen passiert. Wie hast du das erlebt, Jan? Die kamen dann alle an. Ne? Hat sich eine Traube gebildet um das Schlagzeug, auch um den Bassisten und so. Und haben alle mit ganz großen Augen geguckt, ne, was man hier macht. Irgendwie haben dann auch mal mit ihren Händen so alles mal angefasst, irgendwie, während wir das Stück gespielt haben. Ja, Kinder haben halt eine ganz andere Art. Die sind viel spontaner, die sind viel wilder auf der Bühne und da passieren auch schon mal Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Und die ganze Stimmung ist eine andere. Also es gibt eigentlich immer rührende Momente, zum Beispiel bei dem Stück Der Kreis. Wenn dann so ein Kreis gebildet wird und Frieden beginnt in mir, wenn so Kinder, die vorher gestritten haben, jetzt plötzlich wieder sich freuen, weil alles so gut ausgegangen ist. Also da gibt es schon viele sehr, sehr schöne Momente. Das ist ganz klar, dass alle Kinder als erstes zum Schlagzeug gehen und da irgendwie mal draufhauen müssen. Ein Bass ist uninteressant für Kinder. Da geht keiner dran, da weiß keiner, was das ist. Die große Gitarre, die will keiner haben. Ja, das ist aber sehr, also Kinder sind eben so energiegeladen, dass einer einfach immer mitreißt. Da ist man immer dabei. Tierisch viel Leben auf der Bühne einfach so, ne? Also eine ganze eine Natürlichkeit, die einfach dann da ist. Nur mal etwas ganz anderes. Suppi Huhn. Wie kam es zu diesem Namen? Die Kinder bei mir in der ersten Klasse, als ich selber Grundschulkind war, die haben mich Suppenhuhn genannt. Das hat mich ziemlich geärgert. War ich auch sauer drüber. Das haben die gemerkt und haben das immer wiederholt. Und so zog sich das durch und irgendwann stand es auf Schallplatten und in der Zeitung und ja, mittlerweile auch in meinem Ausweis. Und ich finde, der Name ist Suppi.